Vor kurzem konnte das Salbker Lesezeichen seine Wiedereröffnung am neuen Standort feiern. Wir hatten ja von dem Umzug berichtet. Ohne Spender und die vielfältige Hilfe von Sponsoren läuft aber auch in den neuen Räumen nichts. Die Wiedereröffnung der Bürgerbibliothek wurde zünftig mit einem kleinen Lesefest im neuen Domizil in Alt-Salbke 50 gefeiert. Der Sich-Verlag präsentierte sich mit einer Auswahl seines Verlagsprogramms. Gerald Wolf las aus seinem Buch Der Hirngott. An der kleinen Druckmaschine konnte man Lesezeichen drucken lassen und die Fuller-Band gab einige Kostproben ihres Könnens. Wir nehmen die Bürger den neuen Standort an. Ja, ganz hervorragend. Also dadurch, dass wir jetzt hier im Schnittpunkt, sage ich mal, vom Lidl, Haltestelle, Sparkassen, Automatenfiliale sitzen und kommen sehr viele neue Bürger, die jetzt hier noch nicht waren, zu uns einfach mal rein und gucken, was wir hier so machen. Und es hat sich auch bemerkbar gemacht, dass das Lesezeichen eine Weile zu war. Wir haben wieder einen sehr hohen Ansturm an Leuten, die einfach Bücher vorbeibringen. Also im Moment nur per E-Mail bv.sw@web.de einfach eine Nachricht schicken, dann melden wir uns und vereinbaren da eine Übergabe. Wir haben von 8 bis 14.45 jeden Tag geöffnet, also jeden Werktag von Montag bis Freitag. Zusätzlich noch montags bis 16 Uhr und dienstags von 17 bis 19 Uhr. Am besten dienstags vorbeikommen, ja. Wir haben hier zwei 1-Euro-Jobber, das Nachbarschaftszentrum, die von der FIT GmbH praktisch sind. Und zusätzlich sind noch Vereinsmitglieder dann da, die jetzt meinetwegen zum Beispiel den Dienstagabend machen. Ansonsten, wir finanzieren uns über Sponsoren, über Spenden. Da möchte ich mal explizit die Stadtsparkasse nennen. Die Wobau hat hier zumindest für ein paar Monate noch sorgt mit dafür, dass wir hier unser Angebot aufrechterhalten können und viele, viele kleine Gewerbetreibende aus unserem Umfeld hier und viele Privatleute auch, die mal, wenn es der Zehner in der Spendenbüchse ist, das hilft uns schon weiter. Wie wir das langfristig machen können, das werden wir dann sehen, sage ich mal. Denn die Buchausleihe ist ja nach wie vor bei euch. Alles kostenlos, Bücher abgeben, Bücher mitnehmen, kostet gar nichts. Richtig, das ist eine ganz wichtige Sache, dass die Kinder rechtzeitig rangebracht werden, dass sie da ein gutes Buch zu schätzen wissen und dass man damit früh genug anfängt mit der Leseförderung. Den Hilferuf des Bürgervereins hatte auch die linke Landtagsfraktion vernommen und aus Mitteln des Solidarfonds 600 Euro für das Lesezeichen locker gemacht. Das fand ich sehr schön und zumal ja auch der Dennis, sein Mitarbeiter von Wolf Gallert, ja bei uns mit im Verein ist, hat das eigentlich ganz hervorragend geklappt und wir haben da eigentlich einen guten Informationsfluss und eine gute Zusammenarbeit, zumal einige unserer Bücher auch in Reform wiederzufinden sind im Büro von Wolf Gallert. Ja, wir machen hier noch einen Englischkurs für Senioren oder für Leute, die halt vormittags Zeit haben, sage ich mal so. Wir haben hier einen Malkurs, wir haben hier Proben die Salbker Nachtigallen, ein Chor, der vom Bürgerverein praktisch betreut wird und sage ich mal, diese Sachen werden jetzt so peu à peu wieder aufgenommen, sofern jetzt die räumlichen Voraussetzungen sind ja jetzt geschaffen, dass das wieder funktioniert und wird das oder ist es jetzt praktisch wieder angelaufen. Und wer nicht singen will, der kann sich ja eines der 40.000 Bücher aussuchen.